Servus alle miteinander und willkommen zu einem weiteren Video auf Hubraum TV. Ja, heute geht es um ein Auto, von dem viele von euch dachten, dass ich ihn gar nicht mehr habe. Und zwar um den N3 E92. Ja, ihr seht, der ist nach wie vor da und heute kommt die Folie runter. Ich habe das Auto nicht einmal gewaschen, weil ich mir dachte, weg damit. Man merkt es also an manchen Stellen, ja, ich meine, das war ein kleiner Parkrempler. Aber ansonsten, hier und da geht sie schon runter, genauso wie die Carbonfolie, die ich nicht einmal so geil finde, ehrlich gesagt. Und ja, ihr seht dann, wie das Auto drunter ist. Ich finde die Farbe, die Originalfarbe, nämlich ziemlich geil. Kann mich erinnern, wo ich früher auf Mobile, so 2014, 15 herum, immer wieder Autos angeschaut habe, genau in der Farbe. War nur bloß zu teuer damals. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen die Folie runter und ihr werdet in Zukunft wieder hoffentlich regelmäßig Videos von dem Auto sehen, weil das Auto hat jetzt ein frisches Pickel, also TÜV, Services gemacht, keine Probleme im Motor, Warnhaus, alles läuft wie es soll, ist ja nicht immer so beim M3 und ja, Orange hat glaube ich ausgedient und ja, die neue Farbe seht ihr dann, genau beim letzten Satz. Also beginnen wir mit dem mit der hässlichen Carbonfolie auf dem Spoiler und die ersten werden schon erraten, was das für eine Farbe ist, weil das ist Silverstone Metallic 2. Und ich persönlich bin ein riesen Fan von der Farbe, eben weil ich eigentlich kein Silberfan bin. Aber mit diesem leichten Blauton und schimmert auch so leicht golden, wenn die Sonne drauf scheint, finde ich es eine ziemlich geile Farbe. Und bin gespannt, wie das aussieht, wenn das ganze Auto dann in der Farbe ist und wie es dann so wirkt. So, der Spoiler ist jetzt in Originalfarbe und während der Michi sich um den Tankdeckel kümmert, hier übrigens sein Projektauto, nämlich ein, was ist das, ein 316er? Das war ein 316er, ja. Ja genau, war ein 316er, E30, einfach nach einem möglichst billigen, naja doch, aber ein möglichst billiger E30, Motor war egal, Hauptsache Karosserie war noch halbwegs gut beieinander, ja, genau. Weil da kommt sowieso ein anderer Motor rein. Auf jeden Fall, ja. Und was hast du gedacht? 6 Zylinder? Plan wäre ein M60 B40 aus einem 5er oder 7er BMW, also 4 Liter V8. Ah, doch V8 sogar? Ja. Weil ich habe, glaube kurz E34 M5 Motor oder sowas? Nein, E34 45. Ah, genau, okay. Ja, sollte dann gut gehen, aber dauert halt leider noch. Ja. Und die Farbe, bleibt die oder? Da bin ich noch ziemlich unentschieden. Könnte auch in allem lackiert dann werden. Ja, aber okay. Fassen wir mal dran dazu zu. Aber ihr seht, E30, hinten sind dann noch so Sachen wie Kotflügel, Motorhaube, alles. Ziemlich geiles Auto. Findet man mittlerweile ja unabhängig vom Zustand kaum noch was Vernünftiges. Ja, stimmt, vor allem leistbar. Ja, klar. Also wenn man Geld hat, nimmt man einfach ein E30 M3 für 70.000 und gut ist. Ja. Na passt, wollte ich mal an die Oldtimer-Fans von euch auch sowas zeigen und zurück zur Arbeit. Neuer Tag, neues Glück. Der Wagen ist die Folie los und das Ganze hat echt noch lange gedauert und ja, da war die Stoßstange abgebaut, da haben wir sie wieder dran geschraubt, nur damit wir am Ende sehen, dass zum Beispiel ein Parksensor noch etwas Folie hatte, das heißt Stoßstange nochmal runter, nochmal rauf und das hat echt keinen Spaß gemacht, aber die Folie ist jetzt runter und ich finde, der sieht echt geil aus. Ich muss dazu ja auch sagen, dass ich den Wagen nie in Originalfarbe gefahren bin. Das heißt, für mich ist sie alles andere als langweilig. Und schade, dass ja, es ist jetzt schon etwas später, das heißt keine Sonne mehr. Sonst würdet ihr vielleicht sehen, dass die Farbe im Licht auch noch mal ganz anders zur Geltung kommt. Und vielleicht für die Lackexperten, also das habe ich vielleicht schon mal im Video gezeigt, das ließ sich leider nicht verhindern und jetzt weiß ich nicht, es kann auch sein, vielleicht war es zu kalt in der Halle und deswegen wollte die Folie vielleicht nicht so richtig. Ja, ist jetzt nur was Kleines, aber ich gehe mal davon aus, dass man sowas nicht komplett neu lackieren muss, deswegen vielleicht schreibt in die Kommentare. Und eine zweite Stelle leider auch, und zwar hier, also vielleicht sieht man das hier. Das Ganze ist hier fix, das bewegt sich nicht.
und hier bewegt sich das minimal an, in der Ecke. Und deswegen glaube ich, dass das gar nicht unser Fehler war, sondern durch diese minimale Bewegung hat sich da einfach die Lackschicht gelöst. So, und wenn ihr da vielleicht in die Kommentare schreiben könnt, wie man das am besten löst, wäre ich sehr dankbar. Sonst sieht das Ganze ganz gut aus. Wie gesagt, die Farbe fand ich schon immer cool, die Silverstone Metallic 2. Und vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen Sound, aber ja, ist halt die Serienauspuffanlage momentan, weil die X-Pipe war zumindest für die heutigen Verhältnisse, wo wirklich richtig viel kontrolliert wird, ein bisschen zu laut. Also ich fand sie immer okay, weil sie eben nur in den ganz hohen Drehzahl richtig Krach gemacht hat und darunter ging es eigentlich. Aber der Wagen wird leider bei dB-Kontrollen bei über 6200 gemessen. Da macht die Anlage dann, also die X-Pipe war dann doch etwas zu laut. Und deswegen fahre ich aktuell Serie und es klingt trotzdem richtig geil, aber natürlich kein Vergleich zur X-Pipe. Also Kaltstart, in den hohen Drehzahlen, richtig gut, aber so im Normalbetrieb relativ dezent. Und ja, ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben. Jetzt kommt wieder mehr M3-Content, wechselt sich dann mit dem Jahresab. Da mache ich aber zurzeit nicht so viel. Zumindest nichts Neues. Im Winter, wenn der Schnee kommt, mache ich dann wieder Videos, aber jetzt umbaumäßig kommt fürs Erste nichts für den Jahres und in ein paar Monaten dann ja eine HJS Downpipe, glaube ich, steht als erstes an und dann sehen wir mit dem Rest. Oder vielleicht Alufelgen, muss ich noch schauen. Vielleicht kaufe ich mir noch für den Winter andere Felgen, aber ja, mal sehen. Also,